Hey Leute, heute geht's um Kameraeinstellungen in der DJI Fly App mit meiner DJI Mini 2. Was ihr am Anfang beachten solltet, wie ihr die ND-Filter benutzen könnt, zeige ich euch in diesem Video. Bleibt dran! Kameraeinstellungen zum Filmen in der DJI Fly App. Als Einsteiger fangt ihr am besten mit dem Automodus an. Gehen wir als erstes mal oben rechts auf die drei Punkte, die Einstellung und dann Kamera. Hier habe ich Histogramm und Überbelichtungswarnung aktiviert. Ist die Kurve zu weit links in eurem Histogramm, ist es unterbelichtet. Ist die Kurve zu weit rechts, überbelichtet. Macht's lieber etwas dunkler als zu hell, denn aus den hellen Bereichen, aus der überbelichteten Bereichen kann man nichts mehr rausfiltern. Das ist weg, das ist weiß, futsch. Dunklen Bereich sieht es anders aus, da kann man noch was machen in der Nachbearbeitung im Color Grading. Deswegen würde ich es eher dunkler stellen. Hier ist jetzt auch wieder in der iOS-Version der App die Flimmeranpassung. Die benötigt ihr eigentlich nur bei künstlicher Beleuchtung. Bei Kunstlicht kann es vorkommen, dass das Licht in eurer Aufnahme flackert. Ich habe das hier auf automatisch eingestellt. Den Weißabgleich habe ich auch erstmal auf automatisch. Zurück zur Kameraansicht. Unten rechts könnt ihr eure Auflösung einstellen. Ich nehme eigentlich immer 4K, 30 FPS und auch eure Exposure Value, euer Belichtungswert könnt ihr hier einstellen, falls euer Bild zu hell oder zu dunkel ist. Im Automodus gibt es die Auto Exposure, die automatische Belichtung. Ihr könnt ja auf euren Funktionsknopf auf der Fernbedienung stellen, unter Steuerung, Tastenbelegung, der Funktionsknopf AE, Sperren, Entsperren. Es ist nicht so schön, wenn während dem Flug die Lichtverhältnisse ändern und euch zerhaut es total die Farben. Sieht auch nicht sehr gut aus, wenn das Licht sich automatisch ändert. Das sieht sehr unnatürlich aus und deswegen würde ich in den meisten Fällen die AE sperren, die Auto Exposure. Dann habt ihr immer ein gleichbleibendes Licht. Klar ist es vielleicht mal zu dunkel, aber ihr könnt es selbst einstellen. Schade ist nur, dass es nirgends mehr angezeigt wird. Es wird in der Fly App nirgends angezeigt, ob die AE jetzt gesperrt ist oder entsperrt. So ein bisschen ein Manko in der App. Jetzt lassen wir mal die Drohne starten. Gehen wir in die Luft. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Die Mini 2 macht einen ganz guten Job im Automodus. Für den Anfang recht gute Aufnahmen, schön satte Farben, nur leider etwas zu scharf und es wirkt ein wenig ruckelig. Jetzt zeige ich euch den Pro-Modus eurer Kameraeinstellung. Seit dem Update der DJI Fly App Version 1.5.8 sind die ganzen Kameraeinstellungen etwas übersichtlicher geworden. Ist gar nicht schlecht, finde ich ganz gut. Hier könnt ihr die Auflösung einstellen, den Weißabgleich. Je höher man geht mit dem Wert, umso gelblicher, umso wärmer wird das Licht. Je weiter man runter geht, umso kälter wird das Licht, umso bläulicher. Ich stelle das immer auf 5600, 5700 Kelvin. Das ist ein guter Mittelwert.
So, hier könnt ihr jetzt die Verschlusszeit eingeben. Verschlusszeit habe ich jetzt hier ein 2500stel Sekunde. Eine ziemlich kurze, eine ziemlich kleine Verschlusszeit. Je größer die Verschlusszeit wird, umso heller wird das Ganze. Ihr könnt auch eure ISO einstellen. Bei 100 habt ihr die beste Bildqualität. Je höher ihr damit geht, umso heller wird euer Bild. Höher als 800 im ISO-Wert würde ich nicht stellen. Ab da fängt das Bild an, zu sehr zu rauschen. Also die Bildqualität leidet sehr darunter. Und auch hier im Pro-Modus habt ihr durch die kurze Verschlusszeit, durch die kurze Shutter Speed, eure Aufnahmen so scharf, dass es ruckelig wirkt. Um eine natürliche Bewegungsunschärfe in euer Filmchen zu bekommen, zeige ich euch jetzt, welche Verschlusszeit ihr einstellen müsst und warum ihr dafür, je nach Tageszeit oder Wetterlage, einen ND-Filter benutzen solltet. Also Faustregel ist, die Verschlusszeit sollte 1 durch 2 mal die FPS sein. Achtet immer drauf, dass es so ungefähr stimmt. Dann bekommt ihr die perfekte Bewegungsunschärfe in eure Videos. Auf der linken Seite seht ihr die Einstellung für die cinematischen Aufnahmen. Verschlusszeit ist 1/16 Sekunde bei 30 Frames per Second. Seht ihr, und da ist dann die Bewegungsunschärfe mit drin. Schöne, weiche Aufnahmen. So wollten wir das haben. Es ist schon was fokussiert und das ist scharf. Aber nur das Außenrum verschwimmt dann so ein bisschen und das bringt die schönen Aufnahmen hin, die schönen cinematischen Aufnahmen. Und auf der rechten Seite seht ihr, wie ruckelig das rauskommt. Verschlusszeit ist 1/1000stel Sekunde. Und ihr seht alles relativ scharf. Seht ihr? Es sieht ein bisschen gekünstelt aus, ein bisschen ruckelig alles und das wollen wir vermeiden. Deswegen die ND-Filter. Eine Sonnenbrille für die Kamera der Drohne. Ich habe mal alles soweit eingestellt. 4K 30 FPS. ISO-Werte auf 100 runter. 1/60 Sekunde Verschlusszeit. Ist alles ziemlich überbelichtet. Dann schalte ich noch die Überbelichtungswarnung an. Seht ihr? Alles voller Streifen, alles voller Zebra. Jetzt halte ich mal in 16er ND-Filter dran an die Kamera der Drohne. Da ist mir immer noch ein bisschen zu hell. Dann versuche ich mal einen 32er ND-Filter. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Und montiere ich da mal auf die Kamera. Beim ND-Filter montieren immer die Drohne ausschalten. Sonst macht der Gimbal Probleme. Und so, vorne einhaken. Zack. Und schon ist er hinten eingerastet mit den kleinen Häkchen. Und vorne liegt er schön auf. Eventuell nochmal die Fingerspuren entfernen. Und dann können wir losfliegen. ND-Filter ist drauf. Ein bisschen dunkel das Ganze. Mach mal die ISO vielleicht auf 200. 400 ist zu hell. Wieder zurück auf 200. Sieht besser aus. Den Weißabgleich stelle ich ein bisschen nach. Vielleicht auf 5600 Kelvin. Sieht ganz gut aus. Schöne Farben, schönes Licht. Lass mal die Drohne mal fliegen. Los mit dir, ab in die Luft. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map.
Ja, beinahe ins J abgedriftet, bin ich doch Landing. zur Vorsicht mal auf dem Weg gelandet, auf dem Schotterweg, was ich eigentlich vermeiden wollte. Es ist ein bisschen sehr windig, das Licht ist wunderschön, aber der Wind liegt bei ca. 40 km/h. Das packt die Mine 2 nicht. Schade, schade. Ich hätte gerne ein schönes Filmchen hier aufgenommen, aber es war doch zu windig. Vielleicht beim nächsten Mal. Irgendwie helfen. Lasst einen Daumen hoch und ein Abo da, wenn ihr noch keins haben solltet. Und wir sehen uns hier auf diesem Kanal wieder. Bis demnächst. Euer Matze. Bye bye.